Nach diesem Video wirst du endlich wieder Spaß an der Oberstufe haben. Willkommen zurück, Abiturdaten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und du bist vielleicht gerade in einer Situation, dass du denkst, boah, scheiß Oberstufe, es ist einfach nur Stress, es ist einfach nur Druck, ich bin nervös vor den Klausuren, es ist einfach dieses, ich will nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr. Oberstufe, Schule, fuckt mich einfach nur ab. Und genau das werden wir durch dieses Video lösen. Weil ich persönlich muss sagen, ich hatte die Oberstufe auch teilweise abgefuckt, aber größtenteils habe ich es immer wieder geschafft, Spaß daran zu entwickeln. Und wenn du das hast, dann fühlt sich die Oberstufe so viel freier an. Du wirst so viel bessere Noten schreiben, mit so einem besseren Gefühlszustand. Das ist einfach genau das, was ich für euch möchte. Also lass uns direkt in die Tipps reinstarten. Erstens, nimm dir den Druck. Und das ist natürlich wesentlich leichter als gesagt. Wie gesagt, das ist, habe ich euch in einem anderen Video schon mal erwähnt, so zu verstehen, warum habe ich denn den Druck, ist da super entscheidend. Ja, das heißt, du wirklich sagst, warum mache ich mir denn diesen Druck, dass du stellst, warum stelle ich mir Druck? Ja, weil ich sonst keine guten Noten habe. Was wäre daran das Problem? Ja, weil ich dann meinen Abischnitt nicht erreichen würde. Was wäre daran ein Problem? Dann könnte ich nicht Medizin studieren. Was wäre daran das Problem? Dann könnte ich meinen Traum nicht leben. Was wäre daran schlimm? Ja, dann würde ich mich wie ein Versager fühlen. Was wäre daran schlimm? Ja, keine Ahnung. So, da geht man eben immer tiefer. Und da ist natürlich so ein Coaching wie eben unser Traumabitur-Coaching sehr, sehr sinnvoll, wenn du einfach einen Coach hast, der das quasi für dich macht, mit dir, das ist wesentlich sinnvoller, aber du kannst es vor allem auch dahin probieren. Das Entscheidende ist nur, dass du über dich selbst reflektierst, in dich selbst reinschaust, quasi das Wurzelproblem für den ganzen Druck findest und ihn dann im Prinzip bewusst machst, es dadurch auflöst und dann wird der ganze Druck, egal wo du dir Druck, Stress, Angst oder sonst was machst, auch einfach wirklich wie aus magischer Hand auch wirklich weg sein. Zweitens, suche positive Motivation. Das ist auch eine Sache, die wir aktuell in unserem Traumabitur-Coaching ganz, ganz viel mit unseren Teilnehmern durchgehen. Und zwar, dass du wirklich dir mal überlegst, was sind denn positive Gründe, warum ich gute Noten schreiben wollen würde oder warum ich in der Oberstufe wirklich Gas geben will. Weil, was ich ganz, ganz oft feststelle, ist, dass super viele von euch einfach maximal dadurch angetrieben sind, irgendwelche negativen Gefühle zu vermeiden. Zum Beispiel, ich will gute Noten schreiben, weil ich nicht will, dass meine Eltern enttäuscht sind. Oder ich will gute Noten schreiben, damit ich nicht meine eigenen Erwartungen nicht erreiche oder mich schlecht fühle. Ja? Das heißt, man versucht immer nur Leistung zu bringen, um dann was Negatives zu vermeiden. Aber das, genau dieses Negative wird immer Stress und Druck auslösen. Wenn du aber anfängst, dir mal zu überlegen, okay, aus welchen positiven Gründen, ja, zum Beispiel weil ich nach der Schule Freiheit erleben will. Ich will wissen, dass ich alles studieren kann, was ich möchte. Weil ich es mir wert bin. Weil ich einfach dieses Abitur nur einmal mache. Weil ich 12 Jahre in diese Schule investiere. Dann will ich eben am Ende auch ein geiles Ergebnis. Einfach weil ich es mir persönlich wert bin. Weil ich immer das Maximum aus meinem Leben machen will. Ja? Weil ich einfach sagen können will, dass ich es versucht habe. Ja? Einfach was Positives sagst. Deswegen will ich das machen. Weil erst wenn du schaffst, die negative Motivation loszulassen und Platz für eine positive Motivation zu machen, erst dann kann die Oberstufe auch wirklich wieder Spaß machen. Drittens, und das ist quasi so die Lösung für alles hier, entwickle starke Selbstliebe. Selbstliebe ist im Prinzip fast wie so ein Trank, den du trinken kannst oder der sich in dir so entwickelt und es heilt einfach diesen ganzen Druck, Stress, alles was in dir drin ist, heilt es einfach. Das Problem ist nur, dass es manchmal nicht so leicht ist, anzufangen, diese Selbstliebe zu entwickeln. Gerade wenn man ein negatives Selbstbild hat, vielleicht auch ab und zu Selbsthass empfindet auf so aller unterbewusstester Ebene, dann ist das super schwierig. Deswegen haben wir auch das Video gemacht, wie du eben starke Selbstliebe entwickeln kannst. Das hier rechts oben einfach im i unbedingt anschauen, wenn es auf dich zutrifft. Und ich kann euch sagen, Selbstliebe kannst du nie genug haben. Ja, also auch wenn du jetzt da sagst, ja, ich habe damit eigentlich nicht so ein großes Problem, trotzdem, auch ich arbeite jeden Tag daran, weil wenn du wirklich aus ehrlicher Selbstliebe agierst, dann wirst du dir zugestehen, dass du Spaß haben solltest jeden Tag. Dann wirst du dir auch zugestehen, dass du dich in der Oberstufe anstrengen solltest, weil es einfach viel über deine Zukunft aussagt. Das heißt aber auch, dass du dann auch mal okay bist, wenn du mal nicht die perfekten Noten geschrieben hast. Bedeutet aber auch, dass du dir auch mal Pausen zugesteht und all solche Sachen. Ja? Wenn du ernsthaft Selbstliebe in dir wickelst, wirst du für dich im Leben immer die richtigen Entscheidungen treffen und das vollkommen ohne Druck. And that's the key. Viertens, spüre deine Entwicklung. Und das ist ein sehr geiler Tipp, den ich von jemandem bekommen habe. Charlene, Shoutout an dich. Mit ihr habe ich auch bezüglich des Traumabitur-Coachings gesprochen. Und sie macht was richtig Geiles. Und zwar
druckt sie sich jede Klausur aus, die sie bekommen hat. Egal ob gut, egal ob schlecht, sondern einfach nur, weil sie dann merkt, okay, ich habe mich echt von Halbjahr zu Halbjahr zu Halbjahr verbessert. Vielleicht nicht immer in jedem einzelnen Fach, aber einfach grundlegend. Und du visualisierst dir mal den ganzen Erfolg. Ja, wie ist denn normalerweise? Normalerweise Oberstufe heißt, okay, boah, ich muss lernen von Klausur zu Klausur zu Klausur, kriegst Klausur raus. Okay, 11 Punkte, okay, shit, wegpacken. Okay, was habe ich im nächsten? Okay, da 12. Okay, 9 Punkte, 13 Punkte, okay. Ja, shit, jetzt muss ich aber okay, jetzt einmal unterschreiben lassen oder was auch immer. Oder gleich wieder abgeben. Du bist die ganze Zeit nur im, quasi, du arbeitest super lang für was und wenn du dann das positive Ergebnis bekommst, guckst kurz an und packst es sofort wieder weg oder musst es sofort wieder abgeben. Auch wenn du es sofort wieder abgeben musst, fotografierst du irgendwie schnell ab, mach das irgendwie. Hauptsache, du hast deinen Erfolg visualisiert, weil dieses Gefühl von Weiterentwicklung ist einfach so, so wichtig, damit du ernsthaft Spaß an der Oberstufe auch wirklich wieder hast. Fünftens, lache ohne Grund. Wenn du jetzt gerade vor deinem Handy sitzt und denkst, Leo, bei mir gibt's aber keinen Grund, warum die Oberstufe Spaß machen soll. Ich habe scheiß Lehrer, ich habe scheiß Mitschüler, ich habe scheiß Noten. Ich finde irgendwie, dass ich das selber kacke mache. Warum soll es was Positives geben? Es gibt garantiert was Positives, aber selbst wenn du es aktuell noch nicht siehst, dann mach dir wenigstens diesen letzten Tipp als Gewohnheit. Und zwar, lache einfach ohne Grund. Ja, also mindestens einmal pro Tag, am besten dreimal. Da einfach spaßige Musik anmachen, sich selbst irgendeinen scheiß Joke erzählen, einfach so lachen. Weißt du, manchmal gehe ich durch die Straße und ich fange einfach an zu lachen. Und die Leute gucken mich so an und ich lache einfach, obwohl gar nichts passiert ist. Aber ich lache einfach. Warum? Ganz, ganz entscheidender Punkt. Dein Körper macht sich immer abhängig von den Emotionen, die er empfindet. Das kann man sich nicht vorstellen. Du bist süchtig nach genau den Emotionen, die du tagtäglich empfindest. Ob die gut sind, ob die schlecht sind, ob die neutral sind, vollkommen egal. Dein Körper will immer wieder die gleichen Emotionen spüren, obwohl dein Kopf dir sagt, ich hätte lieber positivere. Und damit du diese Verknüpfung, die hier oben stattfindet, quasi diese Sucht nach den immer gleichen Emotionen, die vielleicht in deinem Fall überwiegend negativ sind, dann musst du einfach immer mehr, und wenn das grundlos ist, spielt überhaupt keine Rolle, positive Emotionen reinbringen, wie einfach ein Lachen, was auch immer, einfach Spaß haben, damit du überhaupt in diese positive Richtung wieder tendierst. Ansonsten, denk dran, du kannst dich für unser Traumabitur-Coaching dich anmelden, aber du kannst dich sozusagen bewerben, kannst sozusagen, wir können quasi schauen, ob wir da zusammenpassen, das heißt einfach unten eintragen, wann du für ein kurzes Telefonat Zeit hast, dann spricht ein Mitarbeiter aus meinem Team mit dir, schaut, wie wir dir helfen können und wenn du quasi so grundsätzlich passt, dann kannst du mit mir sprechen und dann gucken wir eben, ob und wie ich dein persönlicher Coach werden kann, das heißt einfach unten eintragen, die Ergebnisse sind schon echt geil von den Leuten, die drin sind, also unbedingt die Chance nutzen und ansonsten denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.